mich jetzt zum Thema die Entrückung. Was ist überhaupt die Entrückung? Viele können sich vielleicht darunter gar nichts vorstellen. Also wir gucken uns mal ein Beispiel an aus dem Alten Testament. Die Entrückung, da hat zum Beispiel Gott den Elia, das war einer seiner Propheten, geholt. Und der war gerade mit dem Elisa unterwegs gewesen. Und auf einmal, schwuppsiwupps, wird dieser Elia den Himmel hochgenommen. Und der Elisa guckt ihm nur noch hinterher und sein Mantel fällt noch vom Himmel runter. Und dann war dieser Prophet weg. Und das Gleiche sehen wir auch mit Jesus. Er steht da mit seinen Jüngern und auf einmal geht er auf einer Wolke dem Himmel hoch. Und seine Jünger gucken ihm noch hinterher und dann kommen diese zwei Engel und die sagen, hey, was schaut ihr Jesus hinterher? Denn genauso wie er jetzt von euch geht, genauso auf diese Art und Weise wird er wiederkommen. Und zwar an dem Tag, um uns abzuholen. Weil es gibt einen Tag, wo Gott uns als seine Kinder abholen wird. Dazu gibt es eine gute Bibelstelle, 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Und da wird beschrieben, dass zuerst alle die Christen, die gestorben sind, zu Gott hochentrückt werden und danach all diejenigen, die noch lebendig sind, dass die danach zu Gott hochentrückt werden. Und das ist was total Hammermäßiges. Und ich sage mir immer, wenn ich doch bei diesem Augenblick dabei sein könnte, das wäre so cool. Ich meine, seit bald 2000 Jahren warten Christen und hoffen darauf, dass sie bei der Entrückung dabei sein können. Und ich stelle mir das so hammermäßig vor, wenn du siehst, von verschiedensten Ländern und überall fahren die Leute hoch und gehen zu Jesus. Und das wird einfach megamäßig werden. So, schauen wir uns jetzt mal den zweiten Punkt an und das ist ein Punkt, ja, da streiten sich mal ganz gerne die Theologen und da gibt es so zwei verschiedene Meinungen, aber ich würde auch sagen, es ist kein Grund zu streiten, das ist einfach okay, auch mal die andere Meinung da stehen zu lassen. Es geht darum, wann werden wir entrückt? Und wisst ihr, es gibt manche Sachen in der Bibel, ja, da lohnt es sich drüber zu streiten, wenn wir Sachen definieren, hey, ist das Sünde, ist das okay oder nicht? Aber das ist jetzt so ein Thema, wo ich sage, meine Güte, du kannst die Meinung haben, ich kann die Meinung vertreten, aber am Ende werden wir beide in den Himmel kommen. Bis vor ein paar Jahren habe ich noch so die Meinung gehabt, wo ich gesagt habe, ich stelle mich mal auf das Schlimmste ein. Und zwar, dass ich durch die komplette Trübsalzeit durchgehen muss. Und wenn mich dann Jesus davor schon abholen sollte, hey, dann bin ich happy und dann bin ich wenigstens nicht enttäuscht, als dass ich mich vielleicht darauf einstelle, ja, dass Jesus schon früher kommt. Jetzt vertrete ich schon die Meinung, dass ich sage und ich davon eigentlich auch überzeugt bin, dass Jesus uns vor der Trübsalzeit abholen wird. Ich möchte mit euch mal vier verschiedene Bibelstellen angucken. Die erste Bibelstelle finden wir in Offenbarung 3, Vers 10. Und hier geht es wieder um ein Sendeschreiben. Wir haben uns ja beim letzten Video, wenn du es noch nicht geguckt hast, guck dir bitte auch das an, damit du das ganze Bild bekommst, die Gemeinde in Laodicea angeguckt. Und jetzt geht es um das Sendeschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und diese Gemeinde, die macht echt einen richtig guten Job. Und Gott sagt, hey, weil du so einen guten Job machst, werde ich dich bewahren, Achtung, vor der Stunde der Versuchung. Und hier ist dieses kleine Wort vor sehr, sehr wichtig. Warum? Weil Gott sagt, er wird die Gemeinde nicht in diese letzte und in diese schlimme Versuchung, durch diese Trübsalzeit, durch diese Endzeit durchgehen lassen. Und jemanden vor etwas zu bewahren, das passiert, bevor die Person drin ist. Wenn ich mein Kind davor bewahrt habe, vor ein laufendes Auto zu rennen und ich das noch im letzten Moment gekrallt habe und zurückgezogen habe, dann kann ich sagen, ich habe mein Kind vor einem Unfall bewahrt. Wäre das Kind allerdings schon im Auto und es wäre schon getroffen worden, dann habe ich es jetzt vielleicht maximal aus dem Unfall bewahrt, dass es vielleicht überfahren worden ist, aber es hat schon was abbekommen. Aber hier ist die Bibel sehr klar und sie sagt uns, dass sie uns vor der Stunde der Versuchung bewahren wird. Zurück zu der Chronologie. Die sieben Gemeinden, die sieben verschiedenen Zeitalter. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, und auch eine Auslegung, dass wir sagen, die sechste Gemeinde, sie wird entrückt. Was bleibt übrig? Das ist die Gemeinde von Laodicea. Und was ist mit dieser Gemeinde? Das war die Gemeinde, die lau war, die nicht
heiß war, aber auch noch nicht mal kalt, sondern irgendwas nur dazwischen. Und die, von der hat sich Gott einfach getrennt und die hat er ausgespuckt. Und dann würde dann wirklich diese schlimme Zeit kommen. Gucken wir uns jetzt die zweite Bibelstelle an. 2. Thessalonicher 2. Und hier lohnt sich das ganze Kapitel mal ein bisschen durchzuschauen. Worum geht es in diesem Kapitel? Es geht darum, dass der Antichrist kommen wird und dass der Antichrist eigentlich schon so ein bisschen da ist, aber er nicht so richtig durchdringen kann, weil noch etwas da ist, was ihn aufhält. Und dann können wir lesen in den Versen 6. Denn ihr wisst doch auch, was das Auftreten jenes Menschen noch vorläufig verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar jetzt schon am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. So, das heißt, es gibt irgendeine Kraft, irgendeine Power auf dieser Erde, die die Macht des Bösen gerade irgendwie noch zurückhält. Irgendeine Idee, irgendwelche Vorschläge, wer könnte das sein? Petrus, Jesus, der Papst, erst rechnet irgendwie. Tja, ich würde sagen, das ist der Heilige Geist. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt und er hat uns den Heiligen Geist gegeben als Tröster, als Beistand, als Zurüster für die Gemeinde. Und der Heilige Geist, er ist jetzt hier auf dieser Erde und er hat eine Kraft, eine Stärke, so dass das Dunkle und dass der Teufel nicht komplett durchdringen kann. Aber der Tag wird kommen, wo der Heilige Geist von der Erde genommen wird. Und wann wird das sein? An dem Tag, wenn Gott seine Gemeinde abholt. Weil Gott wird bestimmt nicht uns zu ihm hoch entrücken und sagen, Mensch, Heiliger Geist, naja, dir jetzt alles Gute da unten, sondern er wird mit uns zusammen bei dieser Entrückung, wird er mit hochgenommen werden und das ist die Person, die gerade noch den Antichristen aufhält. Das heißt, der Antichrist kann nicht kommen, bevor der Heilige Geist nicht weggegangen ist. Wenn man jetzt auslegen würde und sagen würde, ja, vielleicht nimmt ja Gott den Heiligen Geist von uns weg und er lässt uns jetzt in dieser Zeit, in dieser schlimmen, schlimmen Zeit allein. Ganz ehrlich, nein. Weil wenn Jesus uns was verheißt, dass er sagt, er wird uns den Tröster senden, dann wird er doch nicht gerade den Tröster, dann, wenn es wirklich die allerschlimmste Zeit ist, dann wird er doch nicht ausgerechnet zu dem Zeitpunkt sagen, ja Leute, jetzt muss ich gerade den Heiligen Geist euch wegnehmen, weil dem wird es jetzt langsam ein bisschen zu heftig da unten. Nein, dann werden wir alle schon entrückt sein. Gucken wir uns die nächste Bibelstelle an. Die Endzeit, das ist eine Zeit des Gerichtes. Und es ist eine Zeit des Gerichtes und es ist aber trotzdem auch eine Zeit, noch die Möglichkeit für die letzten Leute so wirklich so Last Call mäßig. Wer will noch, wer kann noch, darf sich noch entscheiden. Da gibt es noch mal ein ganz kleines Zeitfenster, wo Menschen noch zum Glauben kommen können. Und das werden auch nicht wenig sein. Da komme ich in dem nächsten Video dazu. Und wir müssen aber verstehen, dass es eine Zeit des Gerichtes ist. Was sagt die Bibel zum Gericht? 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Da steht, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Versuch dir jetzt mal eins vorzustellen. Du bist Lehrer und irgendwie 80% von deiner Schulklasse, die haben was richtig, richtig Schlimmes angestellt und du sagst, okay, ihr kriegt jetzt mal eine krasse und eine fette Strafaufgabe. Ihr müsst nachsitzen oder sonst was. Aber es gab noch 20% und die haben sich richtig verhalten. Die haben alles korrekt gemacht und die haben dich als Lehrer nicht geärgert. Würdest du als Lehrer sagen, ja, ihr habt Pech gehabt, ihr müsst jetzt auch nachsitzen? Nein, würdest du nicht machen. Und wisst ihr, wenn wir als Menschen doch da schon so gerecht sind und sagen, wir können doch nicht jemanden bestrafen, der eigentlich nichts Falsches gemacht hat, wie viel mehr wird Gott gerecht sein, dass er sagt, in dieser Zeit des Gerichtes wird er uns rausnehmen? Und zu den Christen, die in dieser Drangsalzeit sind, komme ich dann gleich im nächsten Video. Ich weiß, viele von euch können es nicht abwarten. Ich auch nicht. Komme ich noch zu meiner letzten Bibelstelle.
Und die steht in Offenbarung 20, Vers 16. Und hier fasst Gott oder hier fasst der Johannes nochmal die Aussage von Jesus zusammen. Und da geht es um das Kommen von Jesus. Und Jesus bezeichnet sich und er sagt, ich bin der Morgenstern, der kommen wird. Und jetzt muss man eins wissen, wann kommt der Morgenstern? Also der Morgenstern, das ist eigentlich, der wird dann sichtbar, kurz bevor der Tag anbricht. Ne? Der ist nicht irgendwie abends schon oder sonst was, sondern der ist wirklich kurz bevor es morgens wird, ist der sichtbar, bevor ein neuer Tag beginnt. Und so sehen wir, dass Jesus kommen wird, bevor dieser neue Tag, bevor diese neue Zeitepoche anbricht, dann wird er kommen, um sein Volk zu räumen. Ja, jetzt sagst du, Basim, warum gibt es so viele Leute, die sagen, Mensch, wir werden durch diese Trübsalzeit hindurch müssen? Das kann ich ganz kurz erklären. Es gibt einige Bibelstellen, und es ist auch nicht nur eine, sondern es sind wirklich einige Bibelstellen, die auch sagen, dass wirklich Christen durch diese Trübsalzeit sind, dass es da Märtyrer geben wird und so weiter. Und jetzt muss man sich schon fragen und sagen, ja, wenn die ganzen Gemeinden, wenn die ganzen Christen entrückt worden sind, wo kommen jetzt auf einmal diese Leute her? Da darfst du dich, wie gesagt, auf das nächste Video freuen. Oder eher gesagt, ich glaube, ja, es wird noch ein paar dauern, aber zumindest gehe ich dieser Frage noch nach und werde das erklären, wo ganz genau diese Christen dann herkommen werden. Und wenn dich der Gedanke ab und zu kirre macht und du denkst dir, oh weia, was würde passieren, wenn ich an diesem Tag nicht dabei bin, dann sage ich dir eins, das darf auch mal der Fall sein, weil wir sollten auf der einen Seite die Zuversicht haben, dass Gott uns erlöst hat und dass wir errettet sind, aber auf der anderen Seite sollten wir auch wirklich diesen heiligen Furcht Gottes haben, wo wir einfach auch wissen, wow, wir können nicht ein saumäßiges Leben leben und einfach denken, naja, ist egal wie, ich bin auf jeden Fall gerettet, ich bin auf jeden Fall dabei, weil sehe, Gemeinde Laodicea, ja, die hat Gott einfach ausgesprochen. So, wenn du das Video hörst, gutes Zeichen, du bist noch am Leben, das heißt, du kannst jetzt dein Leben noch ändern. Jetzt noch ein super Bibelvers zum Abschluss, Titus 2, 11 bis 13, da steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt, sie erzieht uns dazu. Ja, erziehen, stehst du darauf? Ja, manchmal nicht so ganz, aber es ist absolut wichtig. Zurück zum Vers. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Wie bitte? Loszulösen von aller Gottseligkeit und den Begierden dieser Welt. Also wir sollten den Quatsch von dieser Welt loslassen. Und dann geht's weiter. Und solange wir noch hier auf Erden sind, verantwortungsbewusst zu handeln und nach Gottes Willen uns zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wenn wir danach leben, dass Gott geehrt wird, hey, das ist hammermäßig. Und jetzt kommt die große Verheißung. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voller Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, die Erscheinung unseres großen Gottes und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Also ihr Lieben, lasst uns daran arbeiten, lasst uns alle gemeinsam an diesem Tag dabei sein und wirklich bereit sein, wann auch immer Gott uns abholt. Und ganz egal wie, ob wir schon unter der Erde sind oder ob wir noch bei den Lebenden sind, wir werden auf jeden Fall zu ihm hochgeholt. Wow, was für eine geniale Botschaft, was für eine hammermäßige Zusage, dass Gott uns zur richtigen Zeit abholen wird. Ja, jetzt würde mich allerdings deine Meinung interessieren. Wie denkst du darüber? Entrückung am Anfang oder eher irgendwann mal so mittendrin? Oder sagst du, nee, Entrückung ist für mich irgendwie nach wie vor noch drei Fragezeichen. Schreib es einfach wieder runter in die Kommentare. Lasst uns mal drüber diskutieren und lasst uns einfach da uns ein bisschen drüber austauschen und einfach auch jeden mit seiner Meinung dastehen lassen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das und am besten gleich die Glocke setzen, dass du ab heute kein einziges Video mehr verpasst. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Video, die sieben schlimmsten Jahre auf dieser Welt. Lass uns da mal gucken, was da das Wort Gottes drüber sagt.